Willkommen zurück zu Starship Troopers. Ja, wir waren das letzte Mal stehen geblieben, als wir uns da durch diese Backmenge hier gekloppt haben. Und jetzt geht's mal weiter. Na? Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, ob hier noch so ein paar kamen. Aber ich denke mal nicht. Ich hoffe es zumindest. Ah, an die Stelle Schau kann mal ich mich nach oben. erinnern. Meine Scanner haben in der Brennkammer im Untergeschoss ein metallisches Objekt geortet. Es hat in etwa die richtige Größe. Könnte der vermisste Marauder sein. Wenn du ihn findest, hole ich euch da beide raus. Okay, war hier noch irgendwas? Nein. Ich habe das Gefühl, hier war noch irgendetwas. Irgend so eine kleine Überraschung, sage ich jetzt mal. Die Tür kriegen Sie nur mit einem Code auf. Warten Sie, Marauder. Ich mache sie Ihnen auf. Marauder, Sie haben einen Rhino-Bug in Ihrer Nähe geortet. Die Biester sind zwar nicht sonderlich intelligent, aber stimmt, sie sollten ja, sich das nicht war mit das. ihnen anlegen. Zentrale, können Sie nichts tun? Das Biest ist M um Längen überlegen. Oh, ausgerechnet jetzt lädt danach, ist klar. Diese Viecher haben eine Schwachstelle, und zwar ihr Hinterteil. Oh. Ihr seht, man muss sie anlocken, die rennen dann geradeaus durch. Und da muss man im richtigen Moment ausweichen, sie vorbeiziehen lassen und einfach in den Arsch schießen, sozusagen. Weil im vollen Lauf können sie nicht mehr wenden. Oh, stirb doch mal endlich. So, jetzt ist er erledigt. Okay. Ich hab den Code. Bleiben Sie bei der Tür. Ich lade den Code jetzt auf die Türverriegelung. Hab ich was verpasst? Ja, ich hab den Rhino gekillt. Oh, den scheiß Husten habe ich immer noch. Naja. Ja, ich glaube, hier waren noch ein paar. Yep, da hinten kommen sie auch schon. Ey, werdet ihr mal weniger? So. Jetzt will ich mal was versuchen. Bitte. Keine Muni, keine Muni. Keine Muni, keine Muni. Also, ja, ich verknall zu viel Munition. So viel steht fest. Mir ist aufgefallen, dass ich gerade irgendwie nicht so viel sage. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht so recht, was ich hier sagen soll. Sagen wir es mal so. Na? Ja, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Oh, warum immer dann nachladen, wenn ich es gerade brauche? Ja, es wir müsste mal? Noch einen Aufzug in die Brennkammer geben. Wenn unsere Daten stimmen, ist der vermisste Marauder irgendwo da unten. Bisschen hell hier. Aber ich glaube, das geht auch so. War hier noch was? Ja, hier. Hier. Ah, hier wird es schon wieder so dunkel. Aufzug aktiviert.
das jetzt alle, oder? Ich glaube, das waren jetzt alle Cliffenleben. Da kommt jetzt auf jeden Fall der Aufzug. Und hier sind schon wieder diese scheiß Blasters. So, jetzt müssen wir mit dem Aufzug hier runter. Geh auf. Ich glaube, auf dem Weg nach unten ist schon wieder so dunkel. Wenn ich nicht die ganze Zeit die Taschenlampe anhab, wird das Bild so dermaßen dunkel, das gibt's nicht. Also wundert euch nicht, wenn ich hier andauernd die Taschenlampe anhab. Oh, 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 oh. Scheiße. Ah, wir sind schon da. Okay. Geh runter, du Schranke. Gut, weiter jetzt. Der vermisste Marauder muss irgendwo auf dieser Ebene sein. Wir empfangen seltsame Signale. Sie sind dicht an ihm dran. Okay. Na, Feuerfass. Die sind zum Glück schnell zu killen. Und ich habe am Anfang gesagt, dass uns hier ein neuer Gegner erwartet. Und den werden wir gleich zu Gesicht bekommen. Oh mein Gott, suizidgefährdete Bugs. Ja, weiter geht's. Nein, zu dunkel. Meine letzten beiden Parts habe ich in 1080p HD mal wieder aufgenommen. Und diesmal habe ich es auch wirklich geschafft, dass das Bild nicht so extrem pixelig wurde. Aber dafür muss ich leider 300 Minuten Uploadzeit in Kauf nehmen. Naja. Ich hoffe mal, ich muss es nicht. Da bewegt sich etwas. Ach so. Ist nur so ein Verladeding. Oh, Munition, Munition, Munition. Schnell mal nachladen. Ah, da hinten ist er, da hinten ist er. Laut unserer Scanner hat der vermisste Marauder einen Nuklearzünder. Wo zum Teufel hat er den denn her? Ach so, ja, stimmt. Na gut, hier ist Munition. Trau nie einem. Sie hat's Agenten. Keine Bewegung! Die Atombombe ist scharf. Ihr Anzug hat den Countdown gestoppt. Oh, da kommen Bugs, da kommen Bugs. Rühren Sie sich nicht vom Fleck. Okay, ich darf mich jetzt 20 Sekunden nicht von ihm wegbewegen. Okay, wir haben eine Lösung. Ich lade ein Programm auf Ihren Anzug. Es bremst den Countdown. Die Explosion können wir nicht verhindern. Bleiben Sie bis zum Ende des Downloads. Ach ja, hier kommen ja auch noch welche. Was? Oh. Zum Glück habe ich ja hierfür wieder Muni. Ihr hört wahrscheinlich hier so ein dumpfes Klopfen. Ja, so viel verrate ich euch. Das ist er. Dieses dumpfe Klopfen. Okay, laufen Sie! Wir konnten den Countdown bremsen. Aber okay, schnell weg hier. Auf jeden Fall hoch. Ein Royal! Verschwinden da Sie oben, da. Da ist er. Wir haben keine Zeit, mit dem Biest zu kämpfen. Oh, scheiß Husten. Ja. Er hat vorhin gesagt, dass wir keine Zeit haben, mit dem Brawl zu kämpfen. Das werden wir aber auch gleich. Ja, da kann ich nicht lang. Ich habe jetzt aber auch keine Zeit. Muss jetzt schnell sein.
kommen sie an. Schon kommen sie an. Sie müssen rauf zur Landezone. Ihr Schiff wartet schon. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Ich bin ja auf dem Weg. Uah. Komm schon, mach hinne, nur noch 2,5 Minuten. Hey, so geht's ja wirklich schneller. Oh, das wird jetzt gleich ein Spaß hier. Das wird jetzt gleich ein Spaß. Dann hab ich hier auch noch diese scheiß Cliffmilben, die ich vorhin nicht gekillt gekriegt hab. Wegen diesem beknackten Tigersblitz. Und da ist er, der Junge, da bleib ist er. Im Aufzug. Wir schalten den Strom so schnell wie möglich wieder ein. Na, jetzt kommen sie alle, jetzt kommen sie alle. Ist klar. Jetzt kommen sie alle an hier, jetzt kommen sie alle an. Verdammt, der Strom ist schon wieder ausgefallen. Moment. Ja, in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Ja. Das sind diese beknackten Ultraschallattacken. Ah! Ja, komm schon! Ey, hallo! Nein, nein, nicht abkratzen! Kratz nicht ab, Junge. Kratz ja nicht ab. No. Nein, Junge, kratz nicht ab. Kratz nicht ab. Schnell, Heilung, Heilung. Boah, jetzt darf ich... Boah. Zurück zum Landefeld. Schnell. Wenn dieses Ding hochgeht, steht hier nichts mehr. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Mit minimalem Leben. Ja, ich... Oh. 30 Sekunden nur noch. 30 Sekunden. Oh, ich hab's aber gleich. Spring! Hier fliegt alles in die Luft! Ich bin ja schon da. Ah, ich hab's noch geschafft. Aber mit minimalem Leben hier. Es geschafft. Ist eine verdammte Schande, dass wir Nummer 1 verloren haben. Aber immerhin haben sie einen Royal erledigt. Fragt sich nur, warum er eine Atombombe mit sich rumgeschleppt hat. So, klicken wir mal fortsetzen. Netter Rang. Marauder-Techniker. Ich gehe jetzt mal zum Hauptmenü und mache noch nicht die nächste Mission, weil ich euch mal was zeigen will. Wenn man hier auf Extras geht, dann hat man hier, diese ganzen Extras halt, die man freischalten kann, das sind solche Berichte über Bugs oder hier so ein paar Filmchen wie Spielintro und hier so Energiezellen. Na, habe ich jetzt den Royal? Ach ja, ich habe das Spiel ja schon ein bisschen weiter gemacht. Hier, das ist der Royal. Das ist dieser Riesenbug, den wir gerade hatten. Empfohlene Waffe leider unbekannt. Schwächen, es sollen angeblich hier die Augen sein. Man muss ihn den Panzer, da gibt es einen Trick bei, man muss ihn den Panzer wegschießen, an allen vier Beinen, hier diese Arme wegschießen, dass er seine Augen nicht mehr schützen kann und dann die ganze Zeit nur auf ein Auge drauf schießen. So kann man ihn am schnellsten und am besten killen. Angriffstechniken, da gibt es so einige. Fügt seinen Gegner mit seinen Vorderbeinen und Kiefern verheerenden Schaden zu. Darüber hinaus liegen mehrere Berichte über angebliche Angriffe mit Plasmakristallen vor. Oh ja, das stimmt. Ja, das ist dann jetzt unser Gegner. Unser neuer. Wie gesagt, ich habe hier jetzt so ein paar Fragen noch freigeschaltet. Das hier ist auch der Rhino. Hier Hinterteil halt zielen. Das ist die Gefahr, die von ihm ausgeht. Ja. So, den Rest will ich euch jetzt noch nicht verraten, weil der kommt nämlich noch. Ich will euch ja nicht den ganzen Spaß verderben.
Und so sage ich dann jetzt mal, ciao, bis zum nächsten Mal mit Starship Troopers.